Karl Lagerfeld wurde am 10. September 1938 als Sohn eines Hamburger Kaufmanns geboren. Lagerfeld wuchs als Sohn des Hamburger Dosenmilchfabrikanten Glücksklimilch GmbH Otto Lagerfeld und dessen Frau Elisabeth in wohlhabenden Verhältnissen auf. Die Schule brach er 1953 vorzeitig ab, um im Alter von 14 Jahren mit seiner Mutter nach Paris zu reisen und sich dort niederzulassen. Zunächst besuchte er dort eine Privatschule und das Lycée Montaigne. Seine berufliche Karriere begann er im Jahr 1954, als er beim Internationalen Wollsekretariat für einen Mantelentwurf mit dem ersten Preis ausgezeichnet wurde. Die Entwürfe Lagerfelds entstanden im Atelier des französischen Designers Pierre Balmain, bei dem er seine erste Anstellung erhielt. Hier absolvierte er auch von 1954 bis 1957 eine Schneiderlehre. 1958 trat Lagerfeld aus diesem Beschäftigungsverhältnis aus, um sich als freischaffender Designer in der französischen Hauptstadt zu betätigen. Zugleich war er bereits von 1958 bis 1963 künstlerischer Direktor bei Jean Patou. Im Anschluss daran wechselte Karl Lagerfeld 1963 als künstlerischer Direktor zu Chloé. Er entwarf auch zahlreiche Pelzmodelle für Fendi und schuf Kreationen für das Label Coco Chanel. Aufträge für das renommierte Modehaus Chanel bescherten ihm erste internationale Beachtung. Anfang der 1970er Jahre lernte er in Paris den Lebenskünstler Jacques de Bacher kennen, mit dem er in den folgenden 20 Jahren sein Leben teilte. Jacques de Bacher erkrankte 1983 an AIDS. Karl Lagerfeld begleitete ihn 6 Jahre lang durch die Krankheit, der er sich 1989 geschlagen geben musste. 1974 gründete der Designer in der Bundesrepublik sein erstes selbstständiges Unternehmen unter dem Namen Karl Lagerfeld Impression. Von 1978 bis 1982 arbeitete Lagerfeld als freier Designer für diverse Häuser. Von 1980 bis 1984 war er als Gastprofessor der Modeklasse an der Universität für angewandte Kunst Wien tätig, seine Nachfolgerin wurde Jill Sander. Der deutsche Designer wurde indes mit zahlreichen Preisen, nicht nur für seine Modekreationen, sondern auch für sein fotografisches Kunstschaffen, ausgezeichnet. Große Beachtung in den Medien fand 2000 seine radikale Diät nach den Vorgaben des Arztes Jean-Claude Haudret, bei der Lagerfeld in kurzer Zeit über 40 Kilo seines Körpergewichts verlor. Gemeinsam mit seinem Arzt veröffentlichte er 2002 über die Diät das Buch Karl Lagerfeld, Jean-Claude Haudret, die 3D-Diät. Im Oktober 2003 wurde Lagerfeld im Rahmen des World Awards von Michail Gorbatschow mit dem World Fashion Award ausgezeichnet. Für das schwedische Modehaus H&M kreierte Lagerfeld zur Herbstkollektion 2004 eine exklusive und kostengünstige Modelinie für Damen und Herren. Bei den Prêt-à-Porter-Schauen im Oktober 2005 in Paris präsentierte Lagerfeld erstmals 3 Kollektionen. Zum einen für Chanel und Chloé sowie die erste Kollektion der verjüngten Ausgabe seiner eigenen Linie, Lagerfeld Galerie. Am 1. Dezember 2005 wurde Lagerfeld mit dem Bambi in der Kategorie Kreativität ausgezeichnet. Vom 11. November 2006 bis 18. Februar 2007 wurden 350 Fotografien und Multimedia-Installationen Lagerfelds in der Berliner Galerie CO Berlin ausgestellt. Unter dem Titel One-Man-Show zeigten sie alle das US-amerikanische Fotomodell Brad Kronig, das der Designer entdeckt und gefördert hat. Über Lagerfelds Privatleben war nur wenig bekannt. 2010 wurde er Kommandeur der französischen Ehrenlegion und 2017 wurde er mit der Medaille Grand Famille der Stadt Paris geehrt. Karl Lagerfeld starb am 19. Februar 2019 in Neuilly-sur-Seine.